Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen. Und zwar kommt heute Abend schon der neue Kater an und ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Ihr werdet ihn auch in diesem YouTube-Video jetzt das erste Mal sehen. Also wir haben jetzt gerade 21 Uhr, noch 2 Stunden und dann kommt er und ich kann es gar nicht abwarten. Die Zeit vergeht einfach nicht und ich dachte jetzt, ich fange mal an, das YouTube-Video zu drehen. Also abonniert noch unbedingt unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, ich glaube, die Katzen sind auch schon alle sehr aufgeregt und freuen sich. Also sie wissen zwar noch nichts davon, aber ihr freut euch, oder? Wenig. Außer Amy, die wird sich wahrscheinlich nicht so freuen. Ja, auf jeden Fall sollte er eigentlich erst nachmittags ankommen, aber das hat dann doch nicht geklappt. Aufgrund irgendwelcher Verspätungen, warum auch immer, ist auch nicht schlimm. Jetzt kommt er auf jeden Fall heute Abend. Ich habe das jetzt so geplant, dass ich ihn erstmal so 1-2 Stunden zur Ruhe kommen lasse, damit er mal essen kann. Ja, okay, wie du... Hey. Damit er mal essen kann und trinken kann und aufs Klo gehen kann. Und dann lasse ich die anderen natürlich auch schon dazu, weil ihr wisst, ich setze die immer gleich zusammen. Ich halte nichts davon, die abzutrennen. Für mich macht es am meisten Sinn und bei mir hat es auch am besten immer so geklappt. Zur Zusammenführung gibt es aber dann ein separates Video. Heute stelle ich euch einfach nur mal den neuen Kater vor, wie er heißt, wie alt er ist, woher er kommt. Also seid gespannt. In den nächsten Clips werdet ihr ihn auf jeden Fall gleich sehen. Ich freue mich. So, ich bin jetzt auf jeden Fall schon draußen, weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass in 10 Minuten die schon ankommen. Und ich bin schon so gespannt und freue mich richtig drauf und bin auch richtig aufgeregt. Und ja, wir warten jetzt noch kurz und ich hoffe, er kommt dann gleich. So, ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon da. Und ja. Wir fahren schnell die Transportbus noch zu holen. Bei den Katzen vorbei, aber ich habe die erstmal ein bisschen abgesperrt, damit er erstmal ganz kurz seine Ruhe haben kann. Simba. Wir packen ihn jetzt mal aus. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, Leute. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, hi Baby. Oh. Hi mein Schatz. Oh mein Gott, hallo Baby. Oh. Bist du jetzt bei deiner neuen Mama? Oh. Hallo. Erstmal kuscheln, er ist so lieb. Willst du runter? Komm mal hier. Hi. Jetzt muss er erstmal schauen, ne? Darf ihn sogar gerade schon streicheln. Das schnurrt auch jemand schon. Den kleinen Mann jetzt mal ganz kurz vorstellen. Und zwar ist sein Name Hugo. Er ist schon 10 Monate alt. Das liegt aber einfach daran, dass die Züchterin ihn eigentlich zur Zucht behalten wollte, sich aber dann doch dagegen entschieden hat. Und ich habe ihn dann gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, er ist einfach genau das, ja, was ich mir vorgestellt habe. Und hier läuft gerade Toffi lang. Also die Katzen, was heißt, verstehen sich jetzt schon ganz gut, aber die sind alle wirklich sehr lieb. Also meine zu ihm, er ist halt ein bisschen schüchtern und sehr ruhig und ängstlich. Er versteckt sich auch gerne mal hinterm Sofa, aber das ist ja auch völlig normal. Er ist ja erst ein paar Stunden bei mir und dafür läuft das schon echt super. Wie gesagt, es war eigentlich die gleiche Situation wie bei Milo.
er wurde mir ja auch erst mit, ich glaube, ich habe ihn erst mit 8 oder 9 Monaten bekommen, weil er auch eigentlich zur Zucht behalten werden sollte, dann aber doch nicht. So, da hat er keinen Bock mehr. Und ja, ich habe ihn wie gesagt gesehen und habe mich direkt verliebt und das war ja die Hauptsache. Mir wäre es auch im Endeffekt total egal, wie alt er ist und dass er schon 10 Monate alt ist und nicht mehr das kleine süße Kitten ist. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil die werden eh so krass schnell groß, das kriegt man gar nicht mit und von daher finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Er wiegt auf jeden Fall schon genauso viel wie Toffee, zumindest habe ich ihn vorhin mal kurz gewogen. Und ja, er ist wirklich ein ganz Lieber und ich freue mich schon so sehr auf die Zeit, wie die sich noch so entwickeln werden. Und ich denke mal aber, dass alle sehr, sehr gut mit ihm klarkommen werden, weil er wirklich ein sehr ruhiger Kater ist. Und ja, bisher gab es jetzt einmal nur ganz kurz ein Gefauche, aber das ist ja auch, wie gesagt, völlig normal. Und die Zusammenführung packe ich euch natürlich dann mal komplett. Also ich filme alle Tage jetzt mit, wie es so läuft. Und das mache ich euch dann ein komplettes YouTube-Video draus. Deswegen unbedingt meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr das natürlich nicht verpasst. Ich werde euch natürlich auch auf TikTok, auf Instagram so ein bisschen mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und ja, ich werde mich erstmal jetzt ein bisschen hier um den Haushalt kümmern.